In diesem Jahr erhielt er landesweit insgesamt 56 Schülerinnen und Schüler das Nationalitätenstipendium. Sie alle leisten einen großen Beitrag zur Bewahrung der Traditionen der Nationalitäten. Am 6. März wurde auch Sorka Puttler das Stipendium übergeben. Elsősorban ugye a tánc jelent meg az életemben, óvoda óta táncolok, ugye először az óvodai táncsoportban, általános iskolában, anyukám táncsoportjában, és most pedig 3 éve a Lüvei Fünfkirchen táncsoportnak vagyok a tagja. Ezen kívül az iskolai rendezvényeken, amik ilyen jellegűek, ilyen kulturális jellegűek, azokban is bármikor szívesen részt veszek, valamint a Neue Zeitungnak is számos cikket írtam már, hogyha olyan eseményen vettünk részt, ami megjelent. Aus dem Valeria Koch Bildungszentrum wurde in diesem Jahr 6 Schülerinnen und Schülern das Stipendium überreicht. Die Bewahrung der Traditionen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Schule. Der Kultur der Ungarndeutschen wird auch im Rahmen des Unterrichts große Aufmerksamkeit geschenkt. Die meisten Schüler bringen von zu Hause die Identität, die man früher gewohnt war, nicht mehr mit. Wir haben in erster Linie von den Klassen 1 bis 12 Volkskundeunterricht, auch in den Geschichtsstunden, in den deutschen Sprache- und Literaturstunden. Also das ist alles im Unterricht. Darüber hinaus haben wir unsere 3 Gruppen, die Tanzgruppe, den Chor und unsere Musikkapelle, die dazu beitragen. Weiterhin gibt es jedes Jahr unzählige Projekte, auch schon im Sommer, bevor sie hier anfangen in der 9. Klasse, in Liptov ein Sommercamp. Dann jedes Jahr der Valeria-Kochtag, wo Projekte stattfinden und auch zu verschiedenen Themen, die eben aktuell sind, gibt es Projekte, wo die Schüler ihre Nationalität ausleben können und diejenigen, die das noch nicht so sehr verinnerlicht haben, können dazu lernen bei diesen Projekten. Um dieses Stipendium zu erhalten, mussten die Schüler verschiedene Kriterien erfüllen. Am wichtigsten war, dass sie sich für die Kultur engagieren und die Traditionen ihrer Nationalität nicht nur bewahren, sondern auch weitergeben. Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass wir mehr Bewerber haben als Schüler, die das bekommen. 6 Schüler in unserer Schule können dieses Stipendium erhalten. Wir müssen uns verschiedene Kriterien bereitlegen, damit wir dann diese 6 Schüler auswählen können. Ihre Leistungen berücksichtigen wir, aber nun ist das so, dass in der Ausschreibung zwar 4,0 steht, aber diesmal haben wir auch Schüler dabei, die einen Notendurchschnitt von 5,0 haben. Also ist dieses Kriterium nicht entscheidend. Wir berücksichtigen die Leistungen, die sie für die Nationalität unternehmen, sowohl hier in der Schule als auch in ihrem Heimatort. Das ist auch wichtig, dass sie dort was unternehmen. Soziale Verhältnisse der Schüler sind wichtig. Ihr Engagement generell für das Lernen oder ihre Teilnahme an schulischen Projekten, wie sie im Unterricht in Gruppen arbeiten, das ist alles wichtig. Und so entscheiden wir uns dann für 6 Schüler und mehr geht leider nicht. Miklós Soltész, Staatssekretär für Kirchen- und Nationalitätenangelegenheiten, sprach über das Stipendienprogramm und seine Bedeutung. Nagyon nagy lépés volt 2011-ben, amikor egyébként Navracsis Tibor miniszter úr indította el, vagy kérte, hogy indítsuk el, hiszen az ő felmenői részben németek, részben pedig horvátok. Tulajdonképpen egy kicsit kötődik is ez a mai ünnepséghez is, hiszen itt Pécset most német nemzetiségi és horvát nemzetiségi iskolában tanuló gyerekeket tüntetünk ki, nekik adjuk át az ösztöndíjat. Miért fontos ez? A megmaradásért küzdünk minden nemzetiség területén és minden nemzetiségi közösségben, és ahhoz sok mindent kell tennünk. Fontos az otthoni anyanyelvi környezet, ahol megvan. De ahol nincsen, akkor ott azt nyilván a iskola, nyilván esetleg még az óvoda is pótolja, és hát ez egészen végig kísérheti a gyermekeket a gimnázium éveknek a végéig, mint ahogy itt Pécsett is 3 iskolában, 2 teljes mértékben, a Lüveibe pedig nemzetiségi osztályként tanulják a német nyelvet. És ezt, hogyha biztosítani tudjuk szerte az országban, hogyha az oktatás erős, akkor
a nyelv mindenképp megőrződik, és azon keresztül egyébként a kultúra is, ami nagyon fontos. És mi az elmúlt években azért is vezettük be a nemzetiségi ösztöndíjat, hogy azok a fiatalok, akik kiugróan tehetségesek, de nem biztos, hogy a legjobb tanulmányi eredményük van, de emellett viszont nagyon sokat tesznek a nemzetiségi közösségért, már fiatalon, 15-16-17 évesen is. Őket biztassuk azzal, hogy mind a tanulmányaikat is amennyire lehet erősítsék, mind pedig ezt a közösségi munkát, mert hiszük azt, hogy elkötelezettebbek lesznek még inkább felnőtt korukra, és erre oly nagy szüksége van a nemzetiségi közösségeknek. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ein Nationalitätenstipendium erhalten, hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren positiv verändert. Erfreulicherweise nimmt die Bedeutung der Pflege der Kultur der Nationalitäten zu und immer mehr Jugendliche haben die Möglichkeit, diese Anerkennung zu erhalten.